Der Matthias ist hier. Und der Otter auch. Wir sind hier an der Nordseeküste wieder unterwegs und haben uns diesmal einen schönen Leuchtturm rausgesucht, den wir euch in diesem Video ein bisschen vorstellen. Unser Otter erzählt euch dann auch gleich eine kleine Geschichte dazu. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen was über den historischen Hintergrund der Big Bertha erzählen. Ja. Die Dicke Bertha ist ein Leuchtfeuer in Cuxhaven, das 1897 erbaut wurde. In Dienst genommen als Unterfeuer von 1897 bis 1983. Urkundlich erwähnt wurde als erstes Seezeichen hier in der Region die Doppeltürme der alten Brüchler Kirche und das war 1532. Die Elbmündung bei Altenbruch galt schon von jeher als schwieriges Fahrwasser und es wurde davor gewarnt. 1914 änderte sich dann die Fahrrinne und das bedeutete, dass die Dicke Bertha nicht mehr an der richtigen Stelle war. Deshalb musste sie 1915 bis 1918 um einige Meter verschoben werden. Wurde im Mai 1919 dann wieder in den Dienst gestellt. Und seitdem wurde dann auch der Name auf Dicke Bertha festgelegt. 1968 wurde der Betrieb der Leuchttürme automatisiert. Das bedeutet also ohne Leuchtturmwärter sind sie dann gelaufen. Und 1983 wurde das Leuchtfeuer endgültig gelöscht. Der Leuchtturm Dicke Bertha sollte dann eigentlich verschrottet werden, aber es gab einen großen Widerstand der alten Buchener Bevölkerung gegen diesen Beschluss und seit 1983 steht der Leuchtturm unter Denkmalschutz und regelmäßig finden dort auch Trauungen statt. Ja, und unser Otter wird euch jetzt eine kleine Geschichte dazu erzählen. Der Leuchtturm, mehr als 100 Jahre alt, immer in Nordseegewalt, sah er viele Tausend Leben, von Wassermassen umgeben, schwarz und weiß, der hohe Körper, seine Flammen schienen weit hinaus in die Ferne, am Himmel versteckten sich die Sterne, Schiffe brauchen ihn nicht mehr, stille Stunden, wenn das Meer ist, spiegelt glatt, Möwen umkreisen das Denkmal auf ihren Reisen, im Leben gestern wie heute, mittendrin nimmt er den Wechsel von Gezeiten hin. Den Wind und auch die Stürme, Wellen, so hoch wie die Türme. Am Tag steht er hell erwacht, doch im Dunkel bleibt die Nacht. Das hast du schön gemacht. Ja, und jetzt nehmen wir euch wieder mit auf einen kleinen Drohnenflug hier rund um die Dicke Bertha. Ich hoffe, das Video gefällt euch und wir sehen uns dann zum Schluss noch einmal. The kingdom is gone.
places we went, the spaces we hid, the people we were. Video sagt unser lieber Otter. Wir freuen uns, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Hinterlasst einen netten Kommentar und gebt einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in unserem nächsten Video nochmal. Bleibt gesund, bis bald, euer Otter und der Matthias. Ja, aber gut gemacht.